Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Origins. Im Anwesen von Alhao haben wir hier letztes Mal die Lage so ein bisschen sondiert. Enora, die Königin und Tochter von Logain, steht jetzt auf unserer Seite, aber nicht ganz einfach so, sondern sie würde gern auf dem Thron bleiben. Und ja, sie hat uns jetzt, also den Grauen Wächter, Pyronos in dem Fall, zu einem Vier-Augen-Gespräch gebeten. Und ich denke, irgendwelche Wünsche wird sie danach äußern. Wir haben uns beim letzten Mal noch mit Al-Imin unterhalten und ja, da haben wir auch über eine mögliche Heirat zwischen Alistair und Enora gesprochen, was gar nicht mal so eine schlechte Idee wäre, um hier einigen Problemen aus dem Weg zu gehen. Aber es dürfte schwierig sein, nicht Schwierigkeit. Seid gegrüßt, Wächter. Gut, dass ihr kommt, um mit mir zu reden. Zuerst, ich kannte eure Familie. Vor allem Eleanor lag mir sehr am Herzen. Und was Hau getan hat, war unverzeihlich. Es ist nur recht, dass er durch eure Hand starb. Das sehe ich auch so. Ich will ganz offen sein. Eure Stimme wird künftig beträchtliches Gewicht haben. Eamon hört auf euch, und das aus gutem Grund. Meinem Vater muss Einhalt geboten werden. Aber danach braucht Ferelden einen Herrscher. Ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Tja, da sieht man wieder, sie würde gern auf dem Thron bleiben. Ich glaube, ich bin nicht so wichtig, wie ihr glaubt. Nein. Ihr seid ein grauer Wächter. Und obwohl mein Vater behaupten wird, dass nur er das Land vor der Verderbnis bewahren kann, irrt er. Außerdem habt ihr Al-Imin vor einer Verschwörung bewahrt, die zweifellos hauskrankem Hirn entsprungen war. Das werden die Leute nicht vergessen. Ihr seid fähig, mächtig und zur rechten Zeit am rechten Ort. Setzt ihr diese Umstände zu eurem Vorteil ein, könnt ihr es weit bringen. Tja, warum sollte ich euch eigentlich helfen? Ich habe jahrelang als Kaelens Königin über dieses Land geherrscht. So sehr sie Kaelen auch liebten, das ganze Benorn wusste, dass es so war. Kaelen war ein guter Mensch. Aber jetzt brauchen wir keinen guten Menschen, sondern einen guten Klingt Herrscher. plausibel. Ich habe Erlina nicht nur hergeschickt, weil ich Hilfe brauchte, sondern weil ich eine Gelegenheit sah. Für uns beide. Ich brauche eure Hilfe, Wächter. Und ihr braucht mich. Brauche ich sie wirklich? Was nehmen wir denn hier? Ihr bietet mir ein So würde Bündnis ich es an. nicht nennen. Wenn es soweit ist, werdet ihr vor dem Landing dafür stimmen, dass ich meinen Thron behalte. Daher Ihr weht dürft der mich zwar als Wind. Feind meines Vaters betrachten, allerdings helft ihr dessen Tochter. Ihr handelt sozusagen zum Wohle Fereldens und nicht nur im Interesse der Grauen Wächter. Im Gegenzug verwende ich mich für euch. Versteht ihr? Gemeinsam könnten wir sehr viel erreichen. So schlecht klingt das ja gar nicht. Tja, was wird aus Logain, wenn ihr Königin seid? Wäre interessant Er zu ist mein wissen. Vater und ein großer General, der seinem Land immer treu gedient hat. Wenn es einen Weg gäbe, ihn leben zu lassen, wäre mir das sehr genehm. Ich finde ja, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Ja, nimm mich mal. Ich werde immer die Tochter meines Vaters bleiben. Aber mir ist klar, dass er für seine Verbrechen bezahlen muss. Allerdings macht mich das nicht glücklich. Beeinflusst das eure Entscheidung? Kommen wir zu einer Übereinkunft. Nun mal nicht so voreilig. Ihr denkt, ihr werdet besser geeignet als Alistair? Etwa nicht? Ihr seid ein grauer Wächter. Was haltet ihr von Alistairs Fähigkeit zu regieren? Von seiner Bereitschaft, ganz zu Ja, der schweigen? möchte ja eigentlich nicht wirklich König werden. Aber Ehrgeiz allein reicht auch nicht, um ein guter Herrscher zu sein. Ich meine, Ehrgeiz wird Alistair garantiert nicht haben, aber sie schon umso mehr. Alistair scheint ein gütiger, wohlmeinender Mann zu sein und ein fügsamer dazu. Das sind bewundernswerte, obgleich nicht königliche Eigenschaften. Außerdem scheint er ein fähiger grauer Wächter zu sein. Was er auch bleiben sollte, um dem Reich zu dienen, indem er die dunkle Brut bekämpft. Ein gütiger König, der kämpfen kann, hört sich gut an.
Ja, kämpfen kann Alistair auf jeden Fall. Oh, einige Leute würden Alistair aus Respekt vor seinem Tyrant-Blut folgen. Die anderen würden sagen, dass Eamon nach der Macht greift. Wen sonst sollte Alistair um Hilfe bitten? Früher oder später würden die Adeligen wieder dazu übergehen, sich gegenseitig zu bekriegen. Alistairs Schwäche würde alles zerstören, was Mary Tja, gemacht da hat. sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr. Ja, ist klar, sie will selbst auf dem Thron, aber ihr scheint Alistair nicht sonderlich zu mögen. Oder Alternativen? Nee, ich nehme das erste Mal. Meine Meinung über Alistair spielt keine Rolle. Ich kenne ihn ja kaum. Ich glaube einfach, dass dieses Land mich braucht. Ich werde für das, woran ich glaube, kämpfen. Würde Alistair das auch tun? Also, was sagt ihr? Werdet ihr beim Landing für mich sprechen? So, schwierige Frage. Jetzt will ich das wirklich mal nehmen. Warum heiratet ihr nicht einfach Alistair? Das wäre das Beste. Abgesehen davon, dass er aussieht wie Kaelan, mein kürzlich verstorbener Gemahl, ist meine Hauptsorge, dass er sich genauso benehmen könnte. Aber es ist wahr, dass Alistair ein Tyrant ist. Für einige Leute ist das wichtiger als jede praktische Überlegung. Ein Bund könnte als Kompromiss erscheinen, aber würde Alistair das überhaupt wollen? Tja, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht sollten wir ihn mal fragen. Ich glaube, ich könnte ihn überzeugen. Obwohl, das wäre ja dann wieder so eine arrangierte Ehe. Ich sage euch etwas. Wenn Alistair bereit ist, in den Hintergrund zu treten und mich regieren zu lassen, wäre ich bereit, ihn zu meinem König zu machen. Soweit ich weiß, hegt er ohnehin nicht den Wunsch zu regieren. Wenn dem so ist, kann ich mit diesem Kompromiss leben. Hört sich fast vernünftig an, aber warum sollte er dem zustimmen? Seht ihr etwa voraus, dass ich einen unerprobten, unwilligen Mann auf den Thron setze? Einen Mann, dessen größte Entscheidung bisher die Wahl seiner Strümpfe war? Wenn das die Angelegenheit beschleunigt, bin ich einverstanden. Aber nur, wenn Ferelden davon profitiert. Gut, ich werde mit ihm reden. Tut das. Ich bin gespannt, was er zu Tja, ich sagen auch. hat. Tja, Alistair und Anora heiraten. Ob wir das wirklich hinkriegen? Also, ich habe es ja schon einige Male durchgespielt. Ich habe das Szenario noch nie gewählt. Ich denke, vielleicht diesmal der richtige Zeitpunkt dafür, um sich das Ganze anzugucken. Aber erstmal schauen, was Alistair denn dazu zu sagen hat. Ich glaube, der ist da nicht so begeistert. Ich vermute, jemand hat Enora erzählt, ich wolle ihr den Thron wegnehmen. Ihr Blick ist so Hast du düster. Angst? Sagte ich schon, dass das nicht meine Idee war. Sie wäre eine wunderbare Königin. Und was mich angeht, darf sie es auch gerne werden. Wollt ihr immer noch nicht König werden? Ich bin kein politischer Mensch. Und ich bin gerne ein Wächter. Draußen ist das Böse und wir können es bekämpfen. Wir können es besiegen. Gesetze beschließen, Dispute beilegen, das bin ich nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man das macht. Was soll ich jetzt tun? Weitermachen und König werden? Es einfach geschehen lassen? Tja, ich finde, ihr solltet Anora heiraten. Komm, lassen wir mal die Katze aus dem Sack. Sie heiraten? Wie in Heirat? Wie in Ehemann? Habt ihr etwa mit ihr schon darüber gesprochen? Ja, das habt ihr, oder? Blitzmerke. Warum tut ihr das? Schwere Schläge auf den Kopf? Das ist verrückt. Tja, er klingt nicht begeistert. Wir können ihn jetzt überreden oder unsere Klugheit einsetzen, aber ich finde hierbei überreden. Sie herrscht, ihr führt an. Es wäre perfekt. Das hört sich gut an. Ja, vermutlich. Ich weiß zwar nicht, ob ich zum Anführer tauge, aber ich weiß, dass sie eine gute Herrscherin ist. Gut, dann geht und sagt ihr, ich bin dazu bereit, wenn es erforderlich wird. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich einem kleinen Herzanfall widmen. Nichts Ja, komm, Schlimmes. du wirst es überleben. Zum Wohle Ferelden's. Gut, latschen wir zurück zu Enora. Spielen wir hier so ein bisschen den Verkuppler gerade? Was tut man nicht alles als grauer Wächter? Und? Habt ihr mit meinem glücklichen Verlobten gesprochen? Oder dürfen wir uns nur Briefchen schreiben? Sarkasmus?
Nö, er hat euren Bedingungen zugestimmt. Wirklich? Ich. Damit Tja, hatte ich das nicht überrascht gerechnet. sie wohl. Dass ich Kaelens Bruder heirate. Na, es gibt vermutlich Schlimmeres. Wenn es der Sache hilft. Oh, das scheint wohl eine glückliche Ehe zu werden dann. Das ist es also. Ich stimme der Heirat mit Alistair zu, um meinen Thron zu behalten, und im Gegenzug verwende ich mich für euch. Ist es das? Sieht fast so aus. Tja, heiratet Alistair und ich helfe euch. Abgemacht. Tja. Wir sind uns also einig, Wächter. Ich nehme an, ihr haltet euren Teil der Abmachung ein. Ich schätze, es wird Zeit, meinen Vater auszuschalten. Das wird natürlich kein Spaziergang, aber ich nehme an, das wisst ihr. Ich nehme an, ihr habt viel zu tun. Braucht ihr sonst noch etwas von mir? Ein paar Fragen. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Fragt mich, was ihr wollt. Tja, was glaubt ihr, wird nach dem Landing geschehen? Sehe ich aus, als könnte ich hell sehen? Als ich ein kleines Mädchen war, gab es in Gwarren eine alte Frau, die aus Handflächen las. Sie sagte, ich würde 10 Kinder gebären und eines Tages kahl wie ein Heidefeld im Winter sein. Ich halte darum nicht viel von der Wahrsagerei. Was geschehen wird, liegt ganz bei euch, Wächter. Aber das wisst ihr vermutlich selbst. Ja, war eine blöde Frage. Will ich noch was wissen? Ach, eigentlich könnte ich hier auch Schluss machen. Genug mit ihr Dann viel Glück, geplaudert. Wächter. Wir laufen dann lieber nochmal zurück zu Alistair und vielleicht auch zu Eamon, um mit denen darüber zu sprechen. Ja, ist halt so eine arrangierte Heirat, wie es ja in Adelskreisen früher üblich war, um Macht auszubauen, um Bündnisse zu schmieden. Warum nicht auch hier mal? Wächter, sagt Bescheid, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Wir haben viel zu tun und kaum Zeit. Tja, Emil, ich glaube, ich konnte Alistair und Enora davon überzeugen, einander zu heiraten. Ich glaube, mein Gehör lässt mich im Stich. Ich könnte schwören, dass ihr gesagt habt, dass Alistair und Honora eingewilligt haben, einander zu Fall jetzt nicht heiraten. um. Ihr klingt nicht besonders glücklich. Ich? Glücklich würde ich es nicht gerade nennen. Schockiert. Ich bin schockiert. Selbst wenn ihr hier hereinmarschiert wäret und mir erzählt hättet, dass ihnen Flügel gewachsen und sie nach Tevinter geflogen sind, wäre ich nicht überraschter gewesen. Diese Verbindung kann uns nur helfen. Das habt ihr gut Ah, gemacht. doch, gut gemacht. Na denn, lassen wir ihn mal hier stehen. Wir müssen tun, was wir können. Bis zum Landding bleiben uns nur noch wenige Tage. Nachdem schockiert hatte ich ja eigentlich schon gedacht, oh oh, was kommt jetzt? So, nun aber mal zu Riordan, hatte ich ja letztes Mal schon angesprochen. Habe ich einen Tipp gekriegt, mit dem sollte ich mich mal unterhalten. Mache ich doch auch. Seid mir gegrüßt. Wie ich sehe, habt ihr euren Aufenthalt in Fort Drakon unversehrt überstanden. Und zwar sollte ich ihn hier nach der Schatzkammer fragen. Ja, sonst ist nichts wirklich Interessantes dabei. Sie befindet sich im Marktviertel, in der nördlichen Gasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Ich schreibe euch die Kombination für das Schloss auf. Ihr könnt euch aus der Schatzkammer nehmen, was ihr braucht. Die Wächter lagern dort seit Jahrhunderten alles, was für die Verteidigung der Nirims vonnöten ist. Tja, gut zu wissen. Sonst habe ich ihn hier immer einfach so stehen lassen und nie nochmal angesprochen. Deswegen ist mir das immer entgangen. Was habt ihr jetzt für Pläne? Sobald ich mich stark genug fühle, setze ich meine Reise nach Ostaga fort. Mit etwas Glück finde ich dort das Zentrum der Verderbnis und den Hort des Erzdämons. Wenn wir diesen Erzdämon besiegen wollen, müssen wir wissen, wo er ist und wann er zuschlagen wird. Ihr geht allein? Sollte ich euch nicht begleiten? Wenn wir mehr wären, würde ich zustimmen. Aber in der jetzigen Lage dürfen wir den Armeen, die ihr gesammelt habt, nicht den Befehlshaber Da geben. hast du auch wieder recht. Na gut, dann lassen wir das jetzt. Dann viel Glück. Wir müssen uns noch einmal unterhalten, wenn das Ergebnis des Lanting feststeht. Das können wir auch machen. So, dann mal jetzt raus hier. Damit wir hier nicht die ganze Folge im Anwesen Al-Imids verbringen, laufe ich jetzt mal über den Markt und guck mal, ob wir diese Schatzkammer finden.
Also, wie schon gesagt, habe ich bis jetzt in meinen durchgespielten Versuchen nie geschafft oder nie gefunden, weil ich halt diesen Riordan hier im Anwesen nie angesprochen hatte. Will es denn mit Stan mal mit Win natürlich? Man weiß ja nie. Und dann lasse ich mich doch mal überraschen, was da drinnen liegt. Da scheinen ja die grauen Wächter so eine Art Lager zu haben. Ich denke mal, irgendwelches Kriegsmaterial wird da zu finden sein. Schwerter, Rüstung, Schilde. Wir werden es gleich herausfinden. Zwergenhandwerk, feinstes So, hier ist der Zwergenhandwerk. müde Oder Adlige. schlimmer, etwas Besseres finden Was hat er wir nicht. gesagt? In der Gasse dahinter. Ah ja, so viel ist hier ja nicht mehr. Ich glaube hier, ja, Wunder von Tedas. Könnte vielleicht in diesem Lagerhaus sein. Da waren wir zwar schon mal drinnen, aber da haben wir ja nicht gewusst, wonach wir suchen müssen. So, einmal Rundumblick. Hier ist erstmal nichts zu sehen. Ja, hier haben wir schon alles weggelootet. Aber hier haben wir noch einen weiteren Raum. Ah, ein Regal. Das können wir wohl verschieben, denke ich mal. Genau. Tür dahinter. Und dann, Sesam, öffne dich und rein da. Hier blitzt es doch. Und, ja, Truhen, Rüstungsständer. Kicken wir mal. Metallener Großschild. Na gut, der ist nur zum Verkaufen. Was sagt die Rüstung? Dankenschild. Allerdings als Geschenk könnten wir vielleicht unserem guten Alistair geben. Der hatte ja ein besonderes Verhältnis zu danken. Axt der Grauen und Streitkolben des Marschalls. Auch nicht schlecht. Aber halt auch wieder Einhandwaffen. Und halt nicht geeignet für Alistair als Tank, sondern sind eher so für die Schadensmacher. Also wird uns das nicht so viel bringen. Lederrüstung. Streitaxt, naja. Auch wieder Zeug zum Verkaufen. Ich meine, so schlecht ist es ja nicht. Sollte kein Problem sein. Nö, die Bücher sagen nix. Und hier noch Kleiderschrank. Ein Griffonhelm, naja. Und eine Landkarte von Anderfels, auch als Geschenk. Und eine Truhe noch, und dann haben wir auch alles, glaube ich. Ja, auch nicht so toll jetzt hier. Ja, sollte alles gewesen sein. Dann werden wir doch mal gleich dem Alistair das Schild von Danken geben. Vielleicht wird dann aus diesem Geschenk ja wieder ein ganz normales Schild mit ordentlichen Werten. Wir werden sehen. Der Schild. Der gehörte Duncan, richtig? Das ist sein Wappen. Ihr wolltet doch etwas, um euch an ihn zu erinnern. Stimmt. In der Tat. Ich hätte noch nie erwartet. Danke. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass er sein Schild nicht bei sich hatte. Das ist perfekt. Ich weiß nicht, wie ich euch meine Dankbarkeit zeigen soll. Das bedeutet mir viel. Tja, das habe ich mir gedacht, deswegen hast du ihn gekriegt. Ich werde es in Ehren halten. Danke. Und dann gucken wir doch mal jetzt. Inventar. So, wo ist es denn? Oder haben wir es doch nicht gekriegt? Im Moment sehe ich es nicht. Ah, Alistair hat es gleich angelegt. Ja, drei Willenskraft, sechs Verteidigung und einmal Ausdauerregeneration im Kampf. Werte sind nicht schlecht. Vergleichen wir mal. Vorher hatte er, glaube ich, Hausschild, genau. Ja, okay, Verteidigung ist jetzt weniger und die Resistenzen fallen weg. Aber halt dafür
Die drei Willenskraft mehr, Ausdauer reicht mehr. Die anderen Werte sind gleich. Wir lassen ihm das jetzt einfach mal. Hat ja auch so ein bisschen symbolischen Charakter. Sieht, glaube ich, auch besser aus. Oder besser, Dankenschild zu tragen, als das von Hau. Dieser elenden Ratte. So gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Beim nächsten Mal werden wir wohl ins Gesindeviertel gehen, da nach dem Rechten schauen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.